Hi Leute, ich möchte heute einen Löffel schnitzen. Und wenn ihr wollt, dann bleibt doch bei diesem Zeitraffer dabei. Das ist nämlich eine Challenge, eine Herausforderung, eine Aufgabe, die wir von Tools for Gents bekommen haben auf dem Kanal. Ich habe schon ein paar Sachen früher mal geschnitzt, so eine Kuxa und so mal was ausgebrannt. So in Ähnlichkeit einer Kuxa. Einen Löffel aus Lärche und aus Ahorn. Einen größeren Löffel. Ich habe natürlich von einer Robinie, die sehr hart ist, habe ich mir einen Griff geschnitzt, der aber noch nicht ganz fertig ist. Und das meiste mache ich mit meinem Lieblings-Bushcraft-Messer, einem Udo Pogo oder auch mit meinem Swiss Champ, das übrigens auch ein Kugellager bekommen hat. Da war mein Vater mir sehr behilflich. Was ich auch gerne als EDC dabei habe, ist dieses Päckle hier, und da habe ich mir mal so einen ganz, ganz leichten Birkenholzlöffel geschnitzt dafür. Also auf geht's, bleibt dran. So sieht das Stück jetzt aus. Das ist eben, wie gesagt, nur ganz grob geschnitten und zum Schluss mit dem Messer einfach noch halbwegs glatt geschabt. Und jetzt öle ich das zur Konservierung und also, es fasst mindestens ein Esslöffel voll Öl, eher Richtung ein kleines Ei. Und dann gehe ich einfach her und salbe das jetzt hier alles ein. Kommt die Maserung noch mal ein bisschen besser raus und es wird vor allen Dingen jetzt geschützt, es ist nicht weiter verwittert, denn man sieht an dieser Maserung, das war schon eine alte trockene, ein trockener Birkenast. So. Wenn ich will, kann ich natürlich hier noch ein Loch machen, dafür habe ich es extra ein bisschen flacher gehalten. Und fertig ist mein grob geschnitzter und mit dem Beil zurecht gehackter Löffel. Hat mir Spaß gemacht. Ich bedanke mich für die Challenge. Und wünsche alle auch allen anderen Teilnehmern alles Gute und Tschüss. Und noch ein kleiner Nachtrag. Übrigens dieses Beil, diese 800 Gramm kleine Axt, habe ich ebenfalls
angepasst. Also wie gesagt, die ist recht dick hier. Die steht hier über 1 mm über der Kante über. Die habe ich komplett mit meinem Victorinox, vornehmlich der kleinen Klinge, und meinem Lieblings-Bushcraft-Messer zurechtgeschnitzt. So, Ricky, danke für die Challenge und tschüss.